Hey Leute, willkommen zurück hier im verbotenen Wald. Wir könnten jetzt natürlich auf Brutus reiten. Aber wir nehmen immer noch klassisch den Besen. Weil wir classy unterwegs sind und wir machen hier die Quest mit Poppy. Weil Und wir das mit geschah, nachdem du den Mondstein platziert hattest. den Zentauren das Weißt du, Zeug erledigen warum oder wollen. was es bedeutet? Hat es mit den Schnatzern zu tun? Das Wissen einer Person kann weit sein wie die See, doch seiner Tiefe sind Grenzen gesetzt. Mein Wissen ist ungefähr so breit wie eine Pfütze. Na gut. Schön, dich wiederzusehen, Doran. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Nett. Ich zweifelte an der Weisheit, euch auf einen Weg zu schicken, der bestenfalls unbekannt und schlimmstenfalls tödlich war. Aber der Weitblick der Zentauren ist weder persönlich noch einseitig. Der Himmel sagt uns, was kommen wird. Nachts. Und oft verstehen wir nicht, was wir gesehen haben, bis es eingetreten ist. Du wusstest, dass die Wilderer Poppy und mich töten wollten? Ich kannte meine jungen Freunde noch nicht. Allerdings war ich auch nicht überrascht. Es war ganz so, wie ich unser erstes Treffen erwartet habe. Könnten wir vielleicht ganz von vorne anfangen? Das würde Poppy und mir sehr helfen. Ja, natürlich. Vor allem Ich Poppy finde, das ist natürlich. oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Vor vielen, vielen Monden sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte, bis ihr mir von den Schnatzern und den Wilderern erzählt habt. Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkälber entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Klasse. Bitte fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen, an einer Felswand der Steilhänge im Wald. Dann ist Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden, sind vielleicht nicht mehr sicher. Was genau hast du in den Sternen gesehen? Das ist eine gute Du Frage. hast gewisse Ereignisse vorausgesehen, bevor sich unsere Wege kreuzten. Welche denn? Die Ankunft eines Fremden, die Bedrohung durch einen Feind und die Rückkehr eines alten Freundes. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass ihr die Fremden, die Wilderer der Feind und die alten Freunde, die Schnatzer sind. Ich sah auch zwei Orte, die damit verbunden sind. Die Höhle mit dem Mondstein und den Steinkreis, welcher in Mondlicht getaucht war. Tisch. Woher weißt du, dass das Symbol zu den Schnatzern führt? Ach, das ist doch Wenn du jetzt mit das. diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Ich meine, natürlich Wir ist es die dürfen die Natur. Schnatzer nicht noch einmal verlieren. Ja, klar. Eines Ravenclaw neugierig zu sein. Aber also wirklich alles fragen muss ich jetzt also auch nicht, richtig? Poppy, bist du. Bleibst du hier? Was soll das, Poppy? Ich dachte, wir sehr. Wir muss das erst wieder markieren. Glacius brauchen wir. Das hatten wir, glaube ich, noch. Das benötigten wir, glaube ich, noch nie. Trifft Poppy südwestlich. Oh, das ist ja. Oh mein Gott, das ist ja auf der anderen Seite. Das ist ja wieder mal ein Abenteuer hier. Also, Poppy. Bist du bereit? Ich hoffe ja. Ich hoffe, du hast auch eine Schnellreisefunktion. Ansonsten werde ich wieder ewig warten müssen. Wer hat denn dafür schon Zeit? Wer hat dafür schon Zeit? Haben wir hier nicht mit dem Troll gekämpft? Ich glaube ja. Njom. 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 Ich mag den Besen. Natürlich müssen wir warten, denn sie kann nicht schnell reisen. Na gut, Poppy, ich bin da. Einfach unglaublich. Dass ich wieder warten musste, da bin ich absolut bei dir. Das kann ich auch nicht verstehen. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Siehst du das Symbol über dem Eingang?
Die Mondkälber am Steinkreis haben das Gleiche gemacht. Natürlich deutete Doran das an, aber es da zu sehen... Könnten die Schnatzer wirklich hier versteckt sein? Finden wir es raus. Doran wartet weiter vorne auf uns. Dann lass uns gehen. Kannst du das fassen? Echte Schnatzer! Ich bin froh, dass wir den Wilderern wohl einen Schritt voraus sind. Etwas seltsam, dass wir nichts von ihnen gehört haben. Mit etwas Glück hängen sie noch immer über Omas Forschung. Sie hat eine ganze Menge. Und wir haben Doran auf unserer Seite. Selbst wenn die Wilderer auf diesen Ort stoßen, sind wir bis dahin längst weg. Die Armee der Kniesel. Nee, das kennen wir doch. Da waren wir. Da hinten waren doch die Spinnen. Und da links war der Troll. Und hier haben wir Kniesel gefangen. Ich meine mich da zu erinnern. Ja, genau, natürlich. Und hier... Richtig, hier habe ich mich aufgeregt, weil ich keine Ahnung hatte. Und ich habe noch gesagt, ey, Leute, vielleicht gehört das zu einer Quest. Wer ist also allwissend? Wer ist es, Doran? Du mit deinen Sternen? Nein, ich. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange, Doran. Keineswegs. Egal. Andererseits bin ich nicht der, der euch erwartet. Habt ihr den Mondstein mitgebracht? Den Mondstein fest und du spürst die Kraft. Er ist so wichtig für das, was jetzt geschieht. Ebenso wie ihr beide. Und was geschieht jetzt? Was sind diese Säulen hier? Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Okay. Also hier hinten ist wieder Spinnenparadies. Also Poppy, du siehst hier, wie alles kriecht und... Wah! Also gut. Platzieren Mondstein des Gelehrten. Es werde Licht und es ward Licht. Gut, also Poppy, konzentrier dich. Was passiert, wenn wir hier dran ziehen? Gar nichts. Ist hier jetzt irgendwie was passiert? Okay, wartet. Wir versuchen das mal. Komm her. Hat das jetzt irgendwie was gemacht? Ich verstehe es nicht. Wartet. Wer? Was willst du, Spinne? Ach, Vater, hat jemand keine Angst vor den dunklen Künsten? Ich weiß nicht, was du meinst, Poppy. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Okay, welches ist denn das zweite Symbol hier? Also das erste ist ja klar, das ist hier das da. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Das hilft mir absolut gar nicht. Mit Licht und Dunkelheit. Mit Licht und Dunkelheit. Also ich verstehe es. Also wo ist dieses Symbol hier? Dieses Symbol hier rechts. Ist das richtig? Okay. Ach hier. Verändert sich hier was? Nicht wirklich. Könntest du aufhören? Expelliarm, Defendus. Danke. Also. Was? Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Bombarda! War das übertrieben? Vielleicht. Ja, mit Licht und Dunkel. Was tust du? Protego! Was tust du? Ich verstehe dich. Also gut, was... Oh, shit. Was passiert, wenn ich hier ziehe? Verändert sich denn irgendwie was?
Ich habe gerade keine Zeit für dich, du dumme Spinne. Ah, das ist das Symbol. Okay. Arresto Momentum. Was willst du? Wo ist sie? Könntest du sterben? Hat das mit Licht und Dunkelheit zu tun. Ja, jetzt hör doch auf. Oder muss ich da drauf ziehen? Warum brauche ich Glazium? Okay, das versteht auch kein Mensch. Was zur... Akio! Ich versteh's nicht, Poppy. Ist hier jetzt irgendwie was passiert? Warum... Okay, wartet. Ach! Ach, das wirft den Schatten... Okay. Also wir brauchen... Ach so, jetzt, okay, es kommt. Langsam aber sicher, Leute, langsam aber sicher. Aber das hat keinen Punkt in der Mitte. Das hat hier einen Punkt, richtig? Also gut, wartet. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit. Ja, ich, Poppy, ich komme näher. Ich komme näher, ich bin verzweifelt, aber ich komme näher. Das ist wie eine Sonnenuhr. Und stopp. Okay, und dich ziehen wir jetzt, keine Ahnung, hier weg, richtig? Sorry, nicht, dass du mir erschrickst, mein Freund. Und stopp. Das war's. Da, Doran, ein Durchgang. Ich nehme an, wir alle wissen, was dahinter liegt. Und ich habe nicht mal, das ist... Muss ich euch verlassen, fürchte ich. Vorerst. Ich habe nicht mal dieses Rätsel verstanden, mein Freund. Was... Kommst du mit rein? Wenn die Schnatzer hier sind, wird die Herde sich selbst von der Wahrheit überzeugen wollen. Vor allem Elek. Geht ohne mich. Ich werde zurückkehren, sobald ich kann. Bitte nicht noch so ein Rätsel. Alter, das ist... Ach, mein Gott. Ich bin... Das interessiert mich dann schon. Ob ich jetzt wirklich der Einzige bin, der das einfach so nicht gecheckt hat. Mein Gott. Ich würde gern sagen, es war ein langer Tag. Es war einfach schlecht. Okay. Rebellion. Zeige mir deine verborgenen Schätze. Poppy, wo bist du? Lässt du mich mal wieder alleine? Es ist ja wieder... Klassisch Poppy. Was ist hier wieder los, Spiel? Was ist hier wieder los? Untersuchung. So viele Bücher. Du kennst das Arbeitszimmer meiner Oma nicht. Was soll das heißen? Was willst du mir damit wieder sagen, Poppy? Also gut. Sieh dir die Malereien an. Ja. Das sind alles Tierwesen. Dieser Ort muss zu ihrem Schutz entstanden sein. Warte, hier Sie kamen wir nichts her. Zu befürchten. Wie kommst du darauf? Die Wilderer Lager fühlten sich immer so... Confringo! Dieses Gefühl war überwältigend. Incendio! Hier spüre ich nur Sicherheit und Ruhe. Das Gegenteil von einem Wilderer Lager. Das klingt sehr, sehr schön, meine liebe Poppy. Aber dennoch... Bitte ich um Konzentration. Es gibt Schätze, die es zu plündern gilt. Was wir natürlich auch tun werden. Was sehe ich da alles rumkriechen? Das ist doch widerlich. Knötrichzweig. Und trotzdem gibt es hier so viele Käfige. Poppy, ich bin mir nicht sicher, ob die Tierwesen hier sich wirklich... Wartet, die Truhe ist über mir, richtig? Richtig. Knitterichzweig nehmen wir natürlich. Könntest du? Danke, Poppy. Was?
Nee, das war klar. Okay, gut. Wir werden nur 7 Jahre haben, ihr wisst es. Ihr kennt das Spiel. Das hat niemand gesehen. Warum? Was ist los? Was ist los, Spiel? Es ist etwas düster für meinen Geschmack. Ich kann Alohomora nicht wirken, weil ich es nicht zugewiesen habe. Das macht's natürlich nicht einfacher. Lumos! Lumos! Brav, Poppy. Okay, aber warte, das müssen wir anders lösen. Confringo! Exakt. Lumos! Lumos! Ja, das ist einfach eingesetzt, das, meine Liebe. Das möchte ich meinen. Lumos! Wer auch immer noch das hier erbaut hat, hat gerne gelesen. Ach, und die Sherlock. Bücher handeln alle von Tieren. Das wäre was für deine Oma. Und wie? Lumos! Ich kann kaum erwarten, ihr davon zu erzählen. Lumos! Das kannst du auch noch Jahre später sagen, meine Liebe, aber das ist also... Komm schon. Einmal wie ein Profi. Ja, wer hat hier die Gartenschere bereit? Nicht identifizierter Gegenstand. Rebellions. Na gut. Ich wette, dass das nicht wirklich eine Sackgasse ist. Aber wie kommen wir weiter? Ja, das ist jetzt mit einem Rätsel verbunden, meine Liebe. Nicht, dass ich mich vor Rätseln scheuen würde, du verstehst. Das ist natürlich kein Problem. Bevor wir das aber machen, möchte ich mal hier hoch. Einfach weil wir es können. Und die Truhe da hinten, die ist verloren. Ja, die scheint verloren zu sein. Na gut. Okay, jetzt müssen wir das gleiche noch auf dieser Seite machen. Hoppi. Du bitte aus dem Weg gehen, meine Liebe. Sehr schön. Platzieren. Hoch. Siehst du das, Poppy? Wer ist der Profi? Wer ist der Profi? Sogar auf der drehenden Plattform findet er noch Halt, der gute Mann. Na gut. Jetzt will ich merken können. Ah, shit. Ich hab losgelassen. Das ist natürlich nicht ideal. Ja, komm. Siehst du das, meine liebe Poppy? Siehst du das? Und platzieren. Komm her, mein Freund. Komm her. Siehst du das, Poppy? Was soll jetzt das wieder? Komm. Zack. Incendio. Sesam, öffne dich. Natürlich. Wie clever. Natürlich, 3 Türen. Warum? Sieh dir das an. Hat eine nicht gereicht. Was soll ich sehen hier? Ich glaube, es wird gleich zu einem Kampf kommen, meine liebe Poppy. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Was war das? Ja, nicht Doran. So viel ist sicher. Okay, meine Freunde. Nein, hör doch auf. Entwaffne einen Gegner. Gut, erledigt. Halte 2 Gegner in der Luft. Und das ist unterbricht ein wilderer Animagus bei der Wirkung von Reducto. Sorry. Das war's? Oh, Darren, da kommen sie. Das nenne ich mal Backup. Zwinge Animagus zurück in seine menschliche Gestalt. Besiege einen gegnerischen chinesischen Kaoko. Okay.
Nein. Das war falsch. Moment, wir brauchen den Kaukohl. Hier. Greif an, Kaukohl. Sehr schön. Zwinge einen Animagus. Okay, wo bist du, Animagus? Das war's nicht. Na gut. Wie sieht's aus? Das war falsch. Ich hätte dich schon fertig gemacht. Zack. Okay, komm her. Nein. Nein. Das war knapp. Was willst du hier? Oh. Ach komm, hör doch auf. Ja, ich würde dich... Greif dann! Du dummer Hund! Was mit fairen Mitteln? Kämpfe auf jeden Fall nicht mit unfairen Mitteln. Da brennen sie. Ja. Seid ihr unverletzt? Ich wollte zurückkehren, bevor es zu spät ist. Hast du gut gemacht. Uns geht's gut, aber wärst du nicht rechtzeitig gekommen? Ich hab sie hergeführt, Doran. Du hast mit uns gegen deine Art gekämpft. Ich bin froh, das gesehen zu haben. Jetzt glaube ich, was Doran mir sagte. Sie sind es, die ich sah, Alec. Beende deine Arbeit hier, Bruder. Noch nicht alles, was du vorhergesehen hast, ist geschehen. Na gut. wir haben keine Duellleistung erfüllt. Das mit dem Animagus, das macht mir jedes Mal einen Strich durch die Rechnung. Aber ey. So ist es nun mal. Revelio. So ist es nun mal. Wartet, da gibt's ja noch richtig viel. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Diptam, ja gut, das brauchen wir eigentlich nicht. Aber ey, wenn's rumliegt, Leute, kommt schon. Was haben wir hier? Okay, nichts Relevantes, wie es mir scheint. Also, Poppy, sind wir bereit hier für den großen Durchgang? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Werden wir jemals bereit sein? Ziemlich sicher nicht. Na gut. Wenn wir jetzt was verpasst haben, haben wir es eben verpasst. Okay. Du, tief durchatmen, Poppy. Sesam, öffne dich. Ja, lass dir Zeit. Sehr schön. Da sind sie. Eier. Jetzt müssen wir nur noch den Zauber brechen. Levioso Descendo. Und ihr wollt, dass wir... Alles okay, Poppy, oder? Ich wollte immer nur, dass sie sicher sind. Und das sind sie. Du solltest das tun. Ich werde sie zerstören. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Er weiß es offensichtlich. Gott sei Dank. Was seht ihr euch an? Bei Merlin, wie wunderbar. Nur wohin mit ihnen? Sie brauchen noch Hilfe. Und sobald jemand von ihrer Rückkehr erfährt... Ich hab da eine Idee. Ihnen wird nichts geschehen. Die Zentauren sorgen dafür. Das schwöre ich. Ich dachte zu mir... Danke, Doran, für deine Hilfe bei der Suche und deinen Einsatz. Die Ehre gebührt ganz allein dir, Kind. Die Wilderer hätten das nie getan. Vergiss das nie.
Klasse. Wir haben die Schnatzer. Das wäre dann wohl Poppys. Ihr habt heute mutig gekämpft. Questline. Erlaubt uns, ab hier zu übernehmen. Wenn es dir nichts ausmacht, Doran, würde ich gern bleiben und noch etwas Zeit mit den Schnatzern verbringen. Ein Schnatzer in der Hand. Nice. Gut. Revelio. Wäre das auch wieder erledigt? Das war Poppys. Poppys Questline. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Jetzt haben wir die Schnatzer. Wir sind BFF mit den Zentauren. Und ja, dann passt das. Nennen wir es einen Part, würde ich meinen. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Im nächsten Part geht es weiter mit der Hauptstory. Also seid dabei. Bis dahin. Und tschüss.